Ich bin Svenja und das ist wieder Love and Other Stories. Heute soll es darum gehen, wie man ihn nach dem ersten Date bei der Stange hält. Damit meine ich natürlich nicht seine Stange oder so. Nein, ich meine, wie man ihn nach dem ersten Date noch weiterhin für sich interessiert, damit es ein zweites, ein drittes Date und wahrscheinlich dann, keine Ahnung, noch ein paar mehr gibt. Viele Mädels haben ein Problem damit, denn sie wissen nicht, wie sie nach so einem tollen Date, und vielleicht war der Typ total toll, danach reagieren sollen. Sollen sie gleich schreiben? Also eine WhatsApp schreiben oder eine andere Message. Sollen sie sich bedanken? Sollen sie gleich das nächste Date ausmachen? Das wollen wir heute klären, weil da können einige Fehler vermieden werden. Mein erster Tipp wäre, wenn du Spaß hattest und das Date schön war und dir der Typ gefällt, dann lass ihn das auf jeden Fall wissen. Männer brauchen auch Bestätigung und jeder freut sich darüber, wenn der andere ihm schreibt, dass es schön mit ihm war. Lass es ihn wissen, aber übertreib es nicht. Also schreib zum Beispiel sowas wie: Hey, ich hatte einen schönen Abend mit dir, vielen Dank dafür, gute Nacht. Das war's, das reicht, mehr brauchst du dazu nicht schreiben. Er freut sich darüber und dann können wir weitermachen mit dem zweiten Punkt. Es ist immer schwierig, ein bisschen die Balance zu halten, besonders beim Messaging. Auf der einen Seite willst du nicht zu wenig schreiben, weil sonst wirkst du desinteressiert, aber auf der anderen Seite darfst du auch definitiv nicht zu viel schreiben, weil sonst wirkst du ein bisschen bedürftig und das wollen wir ja vermeiden. Schreibt ein paar Texte hin und her, flirtet ein bisschen, aber geh nicht zu sehr ins Detail und sei nicht immer die Erste, die schreibt, sei aber auch nicht immer die Letzte, die antwortet. Also das sieht sonst so aus, als ob du ihm irgendwie, als ob du ihn verfolgen würdest, hinterherrennen würdest, das wollen wir nicht. Versuch das Ganze ein bisschen in der Waage zu halten. Kommen wir zum dritten Punkt. Erwartungen aufbauen oder besser gesagt Vorfreude schüren, wenn man das so nennen möchte. Am besten denkst du dir irgendwas aus, was du gerne mit ihm machen würdest. Vielleicht nicht Sexuelles, sondern irgendwas, was spaßig ist oder irgendwas, was du beim zweiten Date mit ihm machen wollen würdest. Und schreibst darüber. Okay, was passiert, wenn er nicht zurückschreibt? Und wenn du aber sehr interessiert an dem Ganzen bist und keine Antwort bekommst oder zumindest nicht das, was du so gern hören möchtest, dann solltest du dich darauf konzentrieren, was du gern machst. Geh raus, geh mit deinen Freunden weg, unternimm was, mach Sport, geh normal arbeiten oder geh zur Schule und lenk dich ab. Versuch nicht mehr so oft dran zu denken und wenn er dann doch wieder schreibt und das zweite Date ausmachen möchte, dann kommt Punkt, wo sind wir jetzt? Punkt 5 ins Spiel. Steiger dich nicht zu sehr rein. Selbst wenn das erste Date super lief, und selbst das Texten gut lief und ihr Spaß hattet, steiger dich nicht zu sehr rein und denk nicht, dass du irgendwas Besonderes bist oder dass das, was ihr habt, jetzt was Besonderes ist. Wenn du dich da so weit wie möglich erdest und versuchst, entspannt zu bleiben, dann hast du hinterher auch nicht das Problem, falls es doch nichts wird. Man weiß es ja nie. Oder das erste Date kann total gut gelaufen sein und das zweite wird ganz schrecklich. Also bleib ganz entspannt, überstürze nichts und selbst wenn er das ganze Wochenende mit dir verbringen möchte oder dich ständig sehen möchte und du aber schon zum Beispiel mit Freunden oder Familie verabredet bist, dann mach keinen Platz für ihn, sondern verbring dein Wochenende mit Freunden, hab eine schöne Zeit und in der nächsten Woche hast du auf jeden Fall wieder 1 oder 2 Stunden Zeit für ihn. Je weniger du dich da reinsteigerst und je entspannter du bleibst, desto mehr bist du auch du selbst. Und das ist total wichtig. Punkt 6. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, das heißt getextet habt, vielleicht sogar ein zweites Date ausgemacht habt, dann zeig ihm, dass du mehr als eine Facette hast. Du bist witzig, du bist großartig, du bist interessant und intelligent, mit dir kann man Spaß haben und du bist sportlich und vielleicht auch ein bisschen sexy. Und all diese Facetten kannst du ihm zeigen. Das heißt, wenn ihr Dates ausmacht, dann geht nicht immer nur Kaffee trinken, Cocktails trinken oder ins Kino. Sondern macht irgendwas Sportliches, macht irgendwas Lustiges. Geht in einen Trampolinpark, wo man rumhüpfen kann wie wild und Spaß haben kann. Oder geht in so ein Secret Room, Room Escape Ding, wo man zusammen die Geheimnisse lüften kann und sich aus dem Raum befreien kann. Oder geht Kanu fahren. Macht irgendwas Sportliches zusammen, geht klettern. Und wenn ihr nicht ganz so sportlich seid oder einer von euch nicht ganz so sportlich ist, dann geht ins Museum oder geht auf ein Festival. Macht irgendwas Schönes zusammen. Wichtig ist, dass deine Persönlichkeit viele Varianten hat. Dass du nicht nur eine Seite von dir zeigst.
Das waren meine 6 Tipps. Wenn du ein paar mehr hast, schreib sie doch mal runter in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.